Herzlich willkommen zur LinkedIn-Show mit Datenschmutz, die 29. Ausgabe. 29, das ist kurz bevor man 30 wird. Manche glauben ja, da ändert sich dann wahnsinnig viel. Ist bei mir auch schon wieder ein Weilchen her, aber ich kann nur sagen, das ist eigentlich nicht so tragisch. Der Kater nach dem Faschingsdienstag dauert etwas länger. Man ist dann irgendwann eindeutig der Älteste im Club. Und das ist nicht nur bei Livestreams so, sondern auch bei Personen. Also mit anderen Worten, nächste Woche die 30. Ausgabe, aber sozusagen schon hinsteuernd auf dieses Highlight, auch heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir in der Sendung. Könnt euch schon freuen auf das Gespräch. Mein Gast heute, Barbara Roth, die kann nämlich etwas, das ich so richtig gar nicht beherrsche. Und wer mich etwas besser kennt, der denkt jetzt vielleicht zuerst mal an Fußball. Nein, Barbara Roth spielt nicht Fußball, sie singt auch nicht, aber Barbara Roth kann ganz, ganz hervorragend zeichnen. Und zwar, sie hat sich spezialisiert auf Business-Visualisierungen und ganz besonders auf Business-Cartoons. Wird im Interview auch einiges von ihrer Arbeit zu sehen geben, also freut euch auf unser Gespräch. An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Zusehern und Zuseherinnen auf TikTok. Wäre eh schon zu lang gewesen für die Videobegrenzung. Nein, natürlich nicht. Also herzlich willkommen, freut mich, dass ihr dabei seid. Wenn du live zusiehst, da unten unter dem Ticker quasi, ein Stück unter dem Ticker, ist das Kommentarfeld. Das kann man füttern. Und dann freut sich der Livestreamer einen Haxen aus, wie man in Österreich sagt. Worum geht es heute noch, neben dem Interview mit Barbara? Letzte Woche in der Rubrik LinkedIn-Hack der Woche, da schauen wir uns immer ja, eben verschiedene Tricks und Ideen an. Heute mal wieder Frag den Richie. Es geht eigentlich auch um einen LinkedIn-Hack, und zwar um das Thema, wie könnt ihr auf LinkedIn als eure Company-Page kommentieren? Dazu in Kürze gleich mehr, und dann gibt es natürlich selbstverständlich auch wieder unsere Status-Updates der Woche. Ich wirf mal einen Blick nach links rüber zum Stream. Noch kein Kommentar. Ah, dafür ein Herz. Dankeschön. Danke für das Herz. Wer hat mich geherzt? Dirk D. hat mich geherzt. Dankeschön. Herzlich willkommen, Hartmut. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen mitdiskutieren wollt, immer, immer gerne das gierige Kommentarformular freut sich über eure Beiträge. Und damit zur angedrohten ersten Rubrik. Die Schrift hätte mich jetzt fast erwischt, fragt den Richie. Heute, wie gesagt, zum Thema, wie kann man auf LinkedIn als Company-Page kommentieren? Die eine Frage, die dahinter steht, ist natürlich mal, warum würde man das denn überhaupt wollen? Warum möchte man möglicherweise auf LinkedIn überhaupt als Company-Page kommentieren? Es ist ja tatsächlich so, in diesem Netzwerk sind private Accounts bzw. Personen-Accounts sehr, sehr stark im Vorteil gegenüber Company-Pages, die bekommen höhere Reichweite. Wir wissen auch alle mittlerweile, wir kommunizieren mit Personen, Personen sprechen, es sind nicht Marken, die schnacken. Trotzdem, auf Facebook kennt ihr ja die Funktion, dass man das Page auf anderen Pages mit der Identität seiner Seite kommentieren kann. Es kann in manchen Fällen Sinn machen. Und es wären ja auch durchaus auf LinkedIn Anwendungsfälle denkbar, wo man eben beispielsweise mal lieber mit der Company-Page kommentieren würde. Eigentlich sind das definitiv Randfälle, weil wie gesagt, der persönliche Account natürlich immer im Vordergrund steht. Aber wenn ihr beispielsweise mal auch auf einer anderen Seite, das funktioniert übrigens genauso auf anderen Pages wie auch auf öffentlichen, privaten Status-Updates, da kann es ja durchaus mal Sinn machen, beispielsweise auch als Unternehmen ein Statement abzugeben. Als Reaktion auf Kritik möglicherweise oder auch, wenn man irgendwo auf eine Pressemitteilung verweisen möchte, klar, das könnte man natürlich genauso und sollte man wahrscheinlich auch besser als der mit dem Account des jeweiligen Mitarbeiters tun. Aber that being said, wer das möchte,
die Möglichkeit besteht. Und das ist eigentlich auch gar nicht mal so kompliziert. Ja, wie ihr hier seht, aller modernste Hochtechnologie, ein Plasmaprojektor hier im Hintergrund bei mir. Also, posten auf LinkedIn, posten, fast steirisch, burgenländisch, posten, also als Company-Page posten, kann man relativ simpel. Ihr müsst dazu zwei Dinge rausfinden. Ich habe einen ausführlichen Blogbeitrag dazu geschrieben, die Links dazu folgen dann auch gleich im Beitrag. Man braucht dazu die ID der eigenen Company-Page. Und diese ID, die findet ihr, wenn ihr eine Company-Page aufruft. Ich mache mal hier meine eigene LinkedIn-Seite auf. Diese Company-Page-ID findet man, wenn man nicht Administrator ist, im Quelltext der Seite. Aber wenn man eine Seite selber administriert, dann steht diese ID hier in der URL. Hier direkt drin, also linkedin.com/company, dann folgt die ID und dann Admin. Das funktioniert ohnehin nur mit eigenen Pages, also mit der ID von fremden Pages kann man da nicht viel anfangen damit. Und wenn man dann diese ID hat, dann kann man eigentlich, braucht man nichts weiter tun, als diese URL hier zu verwenden und die jeweilige URL des Status-Updates und dann diese URL, dann das Argument Actor Company ID ist gleich eben gefolgt von der eigenen ID anzufügen. Wie sieht das Ganze dann aus? Ich habe hier ein Status-Update aufgemacht, das habe ich geschrieben in unserer Hundegruppe Newsfeed Dogs, die Hundeinsel, noch sehr überschaubare Mitgliederzahl. Und wenn ich hier kommentieren würde, dann täte ich das normalerweise eben als Richie Better mit meinem Profil. Ich habe aber hier oben dieses Actor Company ID rangehängt. Und wenn ich jetzt hier einen Kommentar schreibe, seht ihr, das wird hier angezeigt als BNC, BetaNet Consulting, eben als mein Unternehmen. Nehme ich dieses Company-ID-Argument oben weg und lade ich die Seite dann nochmal neu. Und seht ihr hier auch, ich bin jetzt wieder kommentierenderweise als Richie Bettauer unterwegs und eben nicht mehr als BetaNet Consulting. Was ist dazu noch zu sagen? Ich habe es bereits erwähnt, beziehungsweise das hier war ein Gruppenposting, das funktioniert auf anderen Pages, das funktioniert aber auch genauso gut bei Personen-Updates im Newsfeed. Ich selber war jetzt noch nie konkret in der Situation, mir diese Funktion zu wünschen. Aufgefallen ist es mir eigentlich deshalb, weil LinkedIn immer wieder mal im Benachrichtigungsfeed bei den Notifications so Benachrichtigungen reinschreibt, beteilige ich doch als mit deiner Page an der und der Diskussion. Und dann habe ich mir den Link angesehen und dann ist mir das aufgefallen. Die Motivation für den Blogbeitrag war wiederum, dass mich schon einige Kunden gefragt haben, ist es eigentlich möglich, auch als Page zu posten? Also wie gesagt, wenn ihr einen solchen Anwendungsfall habt, yes, sir, it is indeed possible. Man kann das über diese ID machen. Ob es Sinn macht, muss man sich natürlich unabhängig davon dann dennoch überlegen. Ja, so viel also zu Frag den Richie der Woche. Und das bedeutet, wir kommen zum ersten Teil des Interviews mit Barbara Roth. Barbara zeichnet zeichnet sowohl digital als auch analog. Sie visualisiert komplexe Business-Zusammenhänge. Ihre besondere Spezialität ist es, Dinge zu verdichten. Und Barbara hat auch eine Menge Ahnung von Flipchart-Gestaltung. Ist auch trotz meiner zwei linken oder ganz, ganz linken Hände beim Zeichnen, verwende ich in Workshops natürlich sehr, sehr gern Flipcharts. Ist einfach ein in vielen Fällen ein sehr viel angemesseneres Medium als die PowerPoint-Präsentationen. Also auch da kann man von Barbara sehr viel lernen. Sie bietet auch kostenlose Online-Zeichen-Webinare an. Beim nächsten werde ich auf jeden Fall mitmachen. Aber genug geschnackt. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil unseres Interviews. Liebe Barbara, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Wir Hallo. Unterhalten uns heute über ein Thema, über dein Thema, das mir leider recht fern liegt. Ich hätte immer sehr gern zeichnen können. An den Cartoon-Ideen scheitert es nicht, aber an der Umsetzung. Du beschäftigst dich da sehr intensiv damit. Du zeichnest selber, du machst Visual Recordings, du zeichnest Cartoons
und du bringst Leuten auch bei, wie das funktioniert. Wie ist dein Background? Wie wird man zur Businesszeichnerin, wenn ich das mal so sagen darf? Genau, ja, also wenn ich mich als Vorbild dafür nehme, dann würde ich sagen, man macht was völlig anderes. Ich habe mit 14, 15 zwar gezeichnet, wahrscheinlich können das alle Zuschauer nachvollziehen. Als Teenager hat man ja dann so einen Drang, gewisse Dinge zu tun. Das macht man gerne heimlich während des Unterrichts in der Schule. Das wird von Lehrern nicht gutiert. Und insofern lernt man dann, also das solltest du auf keinen Fall in deinem Leben machen. Und dann studiert man was anderes. In meinem Fall habe ich dann Literatur, Linguistik und Theaterwissenschaft studiert. Habe viele Jahre, weil meine Eltern auch am Theater waren, am Theater gearbeitet. Habe also die ganze Zeit über die Cartoons eher so als Hobby, also so Geburtstag, Geschenk, als Spaß, also als mein persönlicher Kommentar. Wenn ich irgendwas erlebt habe, habe ich etwas gezeichnet. Und ich habe einige habe ich auch veröffentlicht, die waren dann eher so politisch-gesellschaftskritisch. Aber muss man sich überlegen, also ich bin ja doch ein älteres Semester, das war damals, also ich bin zur Uni gegangen 87, da gab es noch kein Internet, das kann man sich nicht mehr vorstellen, war auch, ist gut, dass das vorbei ist. Und damals wäre also die Karriere gewesen, so politische Karikaturen oder sowas zu machen. Und das habe ich dann eben einige Zeit probiert. Habe es auch nicht so schlecht gekonnt, aber irgendwie Politik war nicht so mein Ding. Und dann habe ich eben einen langen Weg über eben erst Theater, dann bin ich in die Werbebranche, dann habe ich in Werbeagenturen gearbeitet und da kam ich dann wieder in die Richtung hin, wo plötzlich ein Kunde zu mir gesagt hat, als ich so schnell am Flipchart die Zielgruppe skizziert habe, wie der dann zu mir gesagt hat, oh, darf ich das behalten? Das ist ja ganz toll. Cool. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, also offensichtlich Business und Cartoons, das geht zusammen. Ja, das waren die sage ich mal, 34 Jahre, die das gedauert hat. Also so weit sind wir nicht auseinander. Ich habe 94 angefangen zu studieren. Da hat es gerade begonnen mit dem Internet an der, auch an der Uni. Aber jetzt muss ich gleich mal nachfragen, weil du gesagt hast, du hast auch am Theater gearbeitet. Warst du Schauspielerin oder hast du einen anderen Job gehabt? Also ich war Regieassistentin und Dramaturgieassistentin. Das heißt eher so, also Regieassistentin weiß man, das sind praktisch die dem Regisseur oder der Regisseurin assistieren. Dramaturgie ist dann eher so, das sind so die Theoretiker, die kennen die Literatur, die kennen die Sekundärliteratur. Also das hat schon mehr mit dem Studium zu tun, was ich dann gemacht habe. Also sehr textlich, sehr analytisch. Spannender Job. Du sprichst so professionell, deswegen hätte ich dir eigentlich jetzt Schauspielerin und unterstellt. Das ist mütterlicherseits. Also meine Mutter war Schauspielerin und ich glaube ja, als Kind imitiert man viel. Also ich glaube, dass ich die Sprache auch von ihr sehr stark habe. Beneidenswert. Und ich habe gesehen, ich habe mir vorhin deine Homepage angeschaut, du schreibst auf LinkedIn, du bist Expertin eben für Cartoons, Visual Storytelling, glaube eine Sache, die auch immer populärer wird auf Veranstaltungen. Was ist denn so beim Visual Recording die Herausforderung? Das ist ja doch was sehr anderes. Text, wenn man mitnotiert, ist ein lineares Medium. Wie geht man das an? Also ich möchte vielleicht vorab das ein bisschen spezifizieren. Also ich bin in einer Nische tätig beim Visualisieren. Das heißt, bekannt sind in der Regel die Graphic Recorder, die so große Bilder malen. Und zwar die malen die ganze Zeit mit und Stück für Stück entsteht dann irgendwann das Gesamtbild. Das sind also Kolleginnen und Kollegen von mir. Diese Fähigkeit besitze ich weniger, mir das auch alles zu merken, was da erzählt wird. Ich arbeite anders, also ich arbeite eher analytisch und ich nehme Informationen und verdichte sie und bringe sie auf den Punkt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das Gespräch geht über sowas wie Change oder Diversity oder so typische Business-Themen, dann würde ich daraus ein Bild machen in Form eines unterhaltsamen Cartoons und der würde die Thematik oft auf einer Metaebene auf den Punkt bringen, also so als Metapher oder als Vergleich, was offensichtlich nicht immer was mit Business zu tun hat, aber was dieselben Mechanismen bedient. Also insofern die großen, du hattest nach den Herausforderungen gefragt, wenn ich mich irre. Genau, oder? Ja. Genau. Die große Herausforderung ist momentan, wie ich es wahrnehme, und ich habe sehr oft mit HR-Abteilungen zu tun, also mit interner Kommunikation, sind diese ganzen Veränderungen, die jetzt auf die Firmen einprasseln, also ich sage jetzt nur mal Digitalisierung, Diversity, dann ist das Thema also Change in jeglicher Form, dann auch die Erkenntnis, dass Mitarbeiter vielleicht in freier Zeiteinteilung arbeiten, also Stichwort Homeoffice, Mobile Office, solche Sachen.
Und ich habe, und agil ist natürlich auch so ein Stichwort momentan. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kein Bild von dem haben, was kommt. Und ich glaube, dass wenn man kein Bild von einer Sache hat, ein ganz persönliches Bild, was heißt das für mich, wie ist mein Leben dann, dann glaube ich, kann man es auch nicht erreichen, sondern baut Widerstände und Ängste auf. Und insofern bin ich sehr, sehr oft damit beschäftigt, Zukunftsvisionen oder das, wo es hingehen soll, als Bilder lustig und humorvoll auch darzustellen, um zu zeigen, also die Welt bricht jetzt nicht zusammen, es wird einfach nur anders. Ne? Wow, also das, was du jetzt vorher erklärt hast mit der Verdichtung auf ein Bild, das erinnert mich ja an die Methode von Zen-Meistern, wenn sie ihre Ko anschreiben. Das ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Weg zum Erkenntnisgewinn. Das ist ein Vergleich, den ich sehr liebe. Also wenn ich sozusagen ein Geheimnis lüften darf, also ich habe ja ein Jahr in Japan gelebt. Ah, wirklich? Das war nicht ausgemacht. Ich wusste das nicht. Du, deswegen sage ich ja ein Geheimnis lüften. Also ja. Und ich hab dort sehr gerne gelebt und ich habe dort Kyudo, also japanisches Bogenschießen gemacht, wo es ja auch darum geht, also die Sache ist, man geht in sich rein, man zentriert sich selber und dann trifft man ein Ziel, was, ich weiß es gar nicht, 30 Meter entfernt steht. Aber man zielt nicht, sondern man beschäftigt sich mit sich selber. Also insofern, Verdichtung scheint mein Motto zu sein. Also danke vielmals für den Vergleich, das gefällt mir sehr gut, ja. Ja, ich bin ja wirklich alles andere als ein Experte für japanische Kultur. Aber finde ich auch spannend, dass du dort gelebt hast. Ich habe ein paar Bücher gelesen, Haruki Murakami ist einer meiner Lieblingsautoren, natürlich der große japanische Gegenwartsliterat. Ja. Auf der anderen Seite, wie ich das so wahrnehme, ich schaue manchmal ganz gern so YouTube-Zusammenschnitte von japanischen TV-Commercials, die sind durchlauferhitzt sozusagen. Und auf der anderen Seite diese traditionelle Kultur, die japanische Teezeremonie, die Zen-Gärten und so weiter, das scheint mir doch alles extrem formalisiert zu sein. Mhm. Ja. Das ist schon so ein bisschen ein Ding in Japan, oder? Also ich habe das Gefühl, dass ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt kulturpsychologisch oder wie auch immer stimmt. Also ist jetzt rein mein eigenes Empfinden. Ich halte die Japaner im Herzen für anarchische Chaoten, also freundlich gemeint. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass sie mit ihrer Kultur auch sich selber irgendwo disziplinieren. Mhm. Und das ist ein Motto in Japan, also es ist alles unheimlich geregelt, also beispielsweise ich habe dort gearbeitet und wir haben immer minutiöse Zeitprogramme gehabt für irgendwelche Abläufe, für Events, da hieß es also dann Ankunft 16 Uhr, Begrüßung 16.01 bis 16.03 Uhr, Gang ins Meetingzimmer 16.04 bis 16.06 Uhr und nach 5 Minuten war der ganze Zeitplan schon über den Haufen geworfen, dann lief es eh völlig anders, ja. Also, ja. Spannend, ja. Ja, ich hoffe, ich habe mal Gelegenheit, das vor Ort zu erleben, wenn mich sehr reizt. Ja, es ist sicher sehenswert, ja. Ja, ja. Und aber was von dem, was du vorher gesagt hast, deine spezielle Art des Live-Recordings, auch die Cartoons, die du machst, da spielt Humor durchaus halt immer eine Rolle, oder? Ja, ist das zentrale Vehikel, ja. Ja, und es ist ja so, hast du da... Manche Unternehmen, ich merke das manchmal bei mir in den Workshops und in der Beratung, die haben ja auch unterschiedliche Bilder von sich selber, wie seriös sie sind. Kann jedes Unternehmen Humor verwenden? Darf man das überhaupt in jedem Business? Das ist eine interessante Frage. Also sagen wir es so, also es gibt durchaus Grenzen, wo ich sage, da würde ich nicht mit Cartoons arbeiten, also von Humor jetzt abstrakt gesprochen, ganz zu schweigen. Also beispielsweise, wenn ich mir vorstelle, ein Unternehmen ist in einer Restrukturierungsphase und entlässt jetzt gerade Hausnummer 70% der Belegschaft, weil es einfach schlecht läuft. Ich glaube, das ist wahrscheinlich kein Moment für Humor und auch nicht für Cartoons. Ja? Ja. Genauso gibt es sicher, also wenn ich jetzt gerade denke, China und Coronavirus, also ich würde jetzt sicher keine Cartoons machen nach dem Motto, Achtung, hier ist der Coronavirus. Das ist, würde ich sagen, eine Frage von Pietät oder sowas. Ja? Ansonsten, also wenn es jetzt nur um klassische Business-Abläufe geht, also was weiß ich, man macht einen kleinen Change, weil man was intern verändert oder die Arbeitszeiten werden flexibilisiert oder ja, solche Sachen, also ich sage jetzt mal harmlose Sachen oder man will das Unternehmen agil machen, ja, was ja schon ein bisschen aufwendiger ist, dann denke ich, ist Humor ein sehr gutes Vehikel, weil es zwei Dinge kann, die andere Botschaft nicht kann. Und zwar,
Humor kann sofort Interesse wecken. Das heißt, also auch wenn ich an der Botschaft kein Interesse habe, werde ich mich zum Beispiel an den Cartoons, also an dem Humor, werde ich mich interessieren und das wird mich ansprechen. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt Ängste habe und die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Unternehmen haben Angst vor dem, was da kommt, dann kann Humor befreiend sein. Also das weiß ich jetzt zufällig, weil ich deutsche und Literatur und deutsche Linguistik, Literatur studiert habe, also schon in Griechenland. Und dieses Befreiende, also dieses Prinzip, sich zu befreien von Emotionen, das kann man auch über Humor sehr gut. Ich kenne das auch aus dem Lach-Yoga. Das ist befreiend und es ist auch, man weiß ja mittlerweile auch, dass es physisch oder physiologisch ganz, ganz konkret messbare Auswirkungen hat. Was man eigentlich gern haben mag, Blutdrucksenkung und diese ganze positive Range. Ja. Mhm. Ja. Ich war bei dir vorher auf der Homepage und ich finde das sehr, sehr lässig. Wir haben mich da auch gleich selber angemeldet. Du zeichnest nicht nur, sondern du bietest auch Webinare an, sogar kostenlose Live-Zeichen-Webinare. Sollte ich da mitmachen? Ich bin der Typ, weißt du, wenn mir jemand sagt, zeichne einen Hund, dann ist das nicht ganz sicher, ob das ein Auto, ein Tisch oder ein Lautsprecher ist, aber wahrscheinlich kein Hund. Da würde ich jetzt ein bisschen differenzieren und zwar, also das Webinar ist für dich sicher spannend, um dir Impulse zu geben. Mhm. Ja. Zum Thema, wenn du einen Hund zeichnest, weiß man nicht, was es ist. Also ich vergleiche da gern, das mache ich allerdings nicht im Webinar, das mache ich dann eher so in meinen Masterclasses oder Jahresprogramm oder größeren Zusammenhängen, weil es einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Da geht es um das Thema, wie stehe ich denn zu meinem eigenen Zeichnen? Und da kann ich dir garantieren, 99,9% aller Menschen, auf die ich treffe, sagen von sich, ich kann nicht zeichnen. Das Interessante ist, diese Menschen sagen das erst ab dem Alter von 8 oder 9 Jahren, so circa. Die jüngeren Menschen, sprich die Kinder, die haben kein Problem damit. Was dafür spricht, dass irgendwann in einem Alter, wo man in die Volksschule geht, irgendwas passiert, wo einem jemand was erzählt, dass man nicht zeichnen kann. Das heißt, es handelt sich um so einen klassischen Glaubenssatz. Und wer schon mal Coachings gemacht hat, ab einem gewissen Alter sind wir alle Coaching erfahren, nehme ich an. Weiß, Glaubenssätze lassen sich verändern und haben nichts mit der Realität zu tun. Also insofern, mein Tipp an dich ganz konkret, wenn du das nächste Mal einen Hund zeichnen willst, tu es als 6-jähriges Kind. Stell dich hin und denk dir, ich bin jetzt 6 Jahre alt und ich zeichne jetzt einen Hund. Und ich garantiere dir, du wirst einen Hund zeichnen können. Das werde ich jetzt machen. Ich stelle mir vor, ich bin 6 und dann zeichne ich dich. Super, super Tipp. Also ich freue mich auch schon sehr auf das Webinar. Es war jetzt gerade passend. Wir haben genau in dem Moment jetzt Hundbesuch bekommen. Du hörst das mal über die Reden, gell? Ja, der hat das gehört, ja. Ja, wo ich am meisten mit Zeichnen zu tun habe, wenn ich Vorträge halt verwende, natürlich Folien, also PowerPoint, aber ich zeichne halt dann auch sehr gern auf einem Flipchart. Das reicht aus, aber ich glaube, da kann man auch einiges machen damit, oder? Wenn man. Ja. Also Flipchart ist ja zurzeit wieder total in. Mhm. Ja. Ich erlebe das oft, zum Beispiel auch bei Führungskräfte, Strategie-Meetings und solchen Sachen, also wirklich hochkarätigen Meetings, dass explizit von HR verboten wird, irgendwelche elektronischen Geräte zu verwenden. Die Idee dahinter finde ich auch sehr schön. Ich habe gerade heute auch eine Studie gelesen, irgendwo auch auf LinkedIn gefunden, dass anscheinend man sich PowerPoint-Inhalte sehr, sehr schlecht merkt. Weil sie einfach so wupp plötzlich alle da sind. Und auch wenn sie reinfahren, da ist ja immer so viel Action und so. Und am Flipchart kann man halt genau das draufzeichnen, was man gerade besprechen möchte. Und auch symbolisch einfach eine kleine Figur. Figuren wirken da sehr gut zeichnen mit einer Kernbotschaft und gar nicht so viel Text und so. Da kann man tolle Sachen machen im Flipchart. Mir ist das aufgefallen bei dir am Profil. Du hast den aktuellen Artikel, es ist Visual Storytelling am Flipchart einsetzen. Da wusste ich noch gar nicht, dass du eben auch die Cartoons machst und da kannte ich die Webseite nicht. Da habe ich dann weitergeklickt. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also, danke. Das ist eine tolle, tolle Erweiterung des kommunikativen Repertoires. Und mir geht es mit PowerPoint selber auch so. Ich mag das nicht so gern bei Vorträgen. Meine PowerPoints bestehen vorwiegend aus Fotos, ganz wenigen einzelnen Wörtern. Und gerade da muss man es halt auch ergänzen, weil das ist dann sicher einer auch. Ja, finde ich super spannend. Tja. PowerPoint hat natürlich auch seine Existenzberechtigung, gar keine Frage, aber wie schon eingangs erwähnt, mit der Hand auf einem Flipchart zeichnen zu können, das hat einen ganz anderen Charme und didaktisch natürlich auch einen ganz anderen
Impact, glaube ich, ist etwas, auf das sehr wenige Workshopleiter verzichten würden. Und das schadet es natürlich nicht, wenn der rosa Elefant im Raum nicht aussieht wie ein kleiner grüner Pudel. So wie wenn ich den zeichnen würde. Herzlich willkommen, Renate. Renate Barth vom BFI mit dabei. Hallo Maurizio, hallo Rosario, hi Sandra, liebe Grüße nach Basel. Hallo Martin, hallo Katja, die Umsatzdetektivin. Hallo Thomas, freut mich, dass ihr alle dabei seid. Ich habe jetzt vorher hier bei den Kommentaren reingeschaut und Manuel schreibt, Barbara ist extrem gut in dem, was sie macht mit ihren Cartoons. Da kann ich mich nur anschließen. Ihr findet auch auf der Homepage und beziehungsweise auf Barbaras Social Media Kanälen noch eine ganze Reihe von weiteren Cartoons. Ich habe mittlerweile die Links zu Instagram, Pinterest und zu ihrer Page auch für die Anmeldung zum Zeichen-Webinar bereits gepostet unter dem Video. Findet ihr hier alles versammelt. Und Martin Müller hat mich gefragt, ob ich ein Tool habe, mit dem ich meine Posts plane oder ob mir Excel ausreicht. Ja, tatsächlich, mir geht es da eigentlich nur darum, dass ich eine übersichtliche Abbildung der Wochen habe, also sowas Kalenderartiges, wo ich dann die Postings, zumindest die, wo ich die vorausplan, passieren, dass ich die vorausplane. Ich habe früher, ganz früher, im vorigen Jahrzehnt, Hootsuite relativ viel verwendet und Buffer. Das war auch noch so in der Anfangszeit von Social Media, als es eigentlich durchaus üblich war, Inhalte noch über mehrere Netzwerke auszugießen und zu verteilen, macht heute sowieso niemand mehr. Und ansonsten gehöre ich zur kleinen Splittergruppe der API-Sekte, die glaubt, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob man Postings direkt über das Browser-Interface schreibt oder eben Vorplanungstools verwenden, die dann über die API gehen. Aber wie schon öfter erwähnt an dieser Stelle, Planung ist grundsätzlich sehr, sehr hilfreich, auch um wiederholende Formate eben zu schaffen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, ich freue mich sehr darüber. Einfach rein damit ins Kommentarfeld. Und damit komme ich zu einem weiteren Thema, zu einem Launch, der diese Woche stattgefunden hat. Und zwar, es geht dabei um die LinkedIn Charter for Respect. Was ist das? Nun, die LinkedIn Charter for Respect wurde gegründet von fünf Personen, die in der deutschsprachigen, in der Dach-LinkedIn-Community ganz und gar keine Unbekannten sind, nämlich Dr. Irene Kulubi, Susan Omondi, Svenja Floberg-Thiel, Ilkay Özkesaulu und Antonio D'Amico. Und worum geht es dabei? Die LinkedIn Charter for Respect steht dafür für vier Themen, nämlich für Respekt, Offenheit, Integrität und Wertschätzung. Und das sind die Grundlagen, die wir uns wünschen, wie der Umgang, auf denen der Umgang miteinander passieren sollte auf dieser Plattform. Und natürlich, LinkedIn ist eine Business-Plattform und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle geht es da ja ohnehin sehr, sehr respektvoll und höflich zu, aber es gibt auch immer wieder mal Entgleisungen. Und die Idee hinter dieser ganzen Charta, die liegt eben darin, dass man frühzeitig die Leute darauf hinweist, dass man versucht zu deeskalieren und eben eigentlich ja, selbstregulativ als Community einfach darauf schaut, dass es nicht zu Konfliktsituationen kommt, die man eigentlich vermeiden könnte. Und das Problem, das dahinter steht, ist ja gerade so, wenn zwei zu streiten beginnen und die emotionalen Wogen dann sehr, sehr hoch gehen, da ist es einfach hilfreich, wenn man von außen vielleicht ein wenig vermitteln kann. Wir finden das sehr, sehr wichtig. Ich bin später dazugekommen, da hatten die fünf die Charter bereits veröffentlicht und ich habe mir gedacht, da gehört eigentlich auch eine Homepage dazu und ich habe dann charterforrespect.org, ein simpler One-Pager mit diesen Prinzipien, eben ins Netz gestellt. Und ja, wir werden das auf jeden Fall vorantreiben, denn gerade in einer Zeit, in der nicht wenige Politiker gut davon leben, auf Minderheiten einzudreschen oder Hassgefühle zu schüren, da ist es umso wichtiger, dass man auf einen respektvollen Umgang eben aller Beteiligten miteinander achtet. Und genau zu diesem Thema haben wir zu sechst letzte Woche einen Livestream gestartet, gehostet bei Ilkay, in dem wir auch ausführlich darüber gesprochen haben, warum wir das machen und wie wir uns diese Charta eben vorstellen. Wir haben auch dafür auch sehr viel Support bekommen, hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Wenn ihr Ideen, Anregungen
zur Charta for Respect habe oder auch, wenn ihr selber Fälle findet, wo ihr denkt, dass das sollte man vielleicht mal eingreifen, da sollte man vielleicht mal mit der Person sprechen. Ja, ihr erreicht uns jederzeit auf LinkedIn, wir haben alle offene Profile und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Idee dieser Charta for Respect weiterträgt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sollten natürlich alles Selbstverständlichkeiten sein, aber wie wir das ja wissen vom Internet, ist nicht immer so. Und da geht es auch überhaupt nicht um Zensur, um irgendwelche Gesetzeskeulen oder so, sondern einfach um Hausverstand und Deeskalation dort, wo es eben notwendig ist und Sinn macht. So viel also zur Charta für Respekt. Und damit kommen wir jetzt direkt zum zweiten Teil unseres Interviews. Wie ihr wisst, im zweiten Teil spreche ich mit meinen Gästen immer über LinkedIn. Barbara ist sehr aktiv, auch auf dieser Plattform, aber das erzählt sie uns selbst. Liebe Barbara, du bist neben deinen Zeichnungen, deinen Cartoons auch, kann man schon sagen, recht aktiv auf LinkedIn, glaube ich. Ja, ja, also ich bin jetzt ein, glaube ich, Superstar oder so, hat mir LinkedIn gesagt. Dann habe ich nachgeschaut, was das ist, ja. Ja, also ich nutze LinkedIn sehr gern und sehr regelmäßig, sehr intensiv, ja. Ja, was bringt dir die Plattform in deinem Business oder wie nimmst du sie wahr? Ich habe mit vielen Gästen jetzt schon drüber gesprochen, ganz offensichtlich so Anfang 2019 hat das begonnen, im deutschen Sprachraum sehr nach oben zu gehen, explodiert jetzt richtig. Wann hast du begonnen, wie ist so deine Wahrnehmung von dem, was da gerade passiert? Also begonnen habe ich schon längere Zeit, also ich weiß, ich habe Anfang 2019, weil ich das immer so tracke, hatte ich irgendwie 350 Kontakte. Insofern, ich war bestimmt schon 3 Jahre oder so drauf. Ja, ja. Allerdings war lange Zeit, ich weiß nicht, darf ich jetzt oder ist das schlimm, darf ich alternative Kanäle nennen? Selbstverständlich. Aber, okay. Natürlich. Also ich war zuerst. Das ist nicht TikTok, hier wird nichts zensiert. Okay. Ich war viel, viel früher schon auf Xing, da hieß das nicht Xing, sondern Open Business. OpenBC, ganz von Anfang an. Ja, genau. Und dann, LinkedIn war lange Zeit, hatte so einen Dornröschenschlaf und ich habe das Gefühl, dass erstmal die Funktionalität von LinkedIn erweitert wurde, dass es irgendwie auch ein bisschen geschmeidiger wurde. Es war lange Zeit sehr trocken, also es wirkte so ein bisschen so, es hatte den Charme einer Excel-Liste oder so, ja, viele Jahre. Genau. Und das hat sich, ich weiß nicht, vor 1-2 Jahren, wie du gesagt hast, plötzlich verändert. Und jetzt nutze ich es also in vielfältiger Weise. Also zum Beispiel, also zum einen, ich finde halt Menschen wieder, die ich schon mal live irgendwo getroffen habe und habe damit eine super Möglichkeit, mich wieder zu vernetzen. Das heißt, ich habe letztens irgendwie auf LinkedIn von jemandem ein Posting gesehen, hat mich erinnert, den habe ich damals schon vor 8 Jahren oder so gekannt. Jetzt macht er was, wo wir kooperieren könnten, habe ihn angeschrieben, heute haben wir kurz telefoniert und jetzt treffen wir uns. Also ich sehe jetzt online und offline extrem verzahnt. Ja. Meiner Wahrnehmung, das taugt mir eigentlich auch so dran, das ist für mich die Social-Media-Plattform, die am nächsten an der echten Business-Kommunikation ist. Ist halt so, wie Leute normal im Geschäftsleben miteinander reden. Und wenn man das beherrscht, wenn man glaubt, man kann da jetzt irgendwelche Bots programmieren oder weiß nicht, 1000 Leute zuspammen, das wird funktionieren, das geht im richtigen Leben genauso wenig. Mhm. Ja, ich finde das sehr spannend, dass du das sagst, den Charme einer Excel-Tabelle. Am Anfang war das reine Rekrutierungsplattform. Stimmt, es gab den Posting-Feed, aber es war irgendwie sehr, sehr distanziert und das hat sich ganz, ganz spannend entwickelt. Jetzt ist natürlich naheliegend, soziale Medien, Online-Medien oder Medien überhaupt funktionieren sehr, sehr visuell. Man könnte reine Text-Updates schreiben, da gibt es aber recht wenige aus gutem Grund, weil so ein Bild sticht im Feed natürlich vorerst mal stärker raus. Das heißt, da bist du ja grundsätzlich von deinen Fähigkeiten her eigentlich in der glücklichen Situation, selber auch gut Inhalte produzieren zu können, oder? So ähnlich wie bei mir. Ich kann mit Video umgehen, das konnte ich auch vorher, ist natürlich ein Vorteil. Ja, ich mache auch viel. Also ich mache also nicht nur LinkedIn, sondern überhaupt, also ich bediene so, ich sage jetzt mal alle Kanäle, alle jetzt mal sehr abstrakt gesprochen. Ja. Einfach weil ich merke, gerade bei so Business-Themen und Cartoons dazu, das ist ja nicht was, wo jedes Unternehmen denkt, oh ja, na klar, wir brauchen Cartoons für unsere Business-Themen. Wenn sie es aber sehen, was es kann, und ich erkläre das dann auch dazu und in dem Post sieht man immer irgendwelche Beispiele oder ich zeichne live und poste dann auch kleine Videos,
das ist natürlich unheimlich praktisch und ich kriege auch über LinkedIn einige Anfragen. Also das ist wirklich auch so, das ist ein Geben und Nehmen auf LinkedIn, das ist sehr gut. Ja, ja, absolut. Und ich finde auch, das funktioniert am besten, wenn man, die Plattform funktioniert nicht, wenn du dort nur verkaufst und sagst, ich habe das und das anzubieten. Und ich denke auch immer, Show is better than tell. Absolut. Ja. Und also ich merke das auch selber, manchmal werde ich so angefunkt von Leuten, wo ich das Gefühl habe, die haben da so eine automatisierte Akquise-Nummer dahinter. Gibt es ja immer mehr. Das teste ich dann immer aus, indem ich irrationale Antworten gebe. Das können Sie cool. Ja? Cool. Und wenn das dann weitergeht und zwar so, wie es gedacht gewesen wäre, wenn man normal antwortet, ja, dann weiß ich, okay, da sitzt wieder irgendwie, keine Ahnung, wie das geht. Also ich denke, Social Media sollte man ernsthaft betreiben. Also nicht so nach dem Motto, ich akquiriere mir heute, ich weiß nicht, 10.000 Euro, sondern aus Interesse an den Menschen und wirklich, ich glaube, aufrichtig. Ja, ja. Und auch authentisch mag ein überstrapaziertes Wort sein, auch wenn es um die Business-Ziele geht. Das ist schon eine langfristige Sache. Du kannst vielleicht einmal einen Glücksshot haben und irgendwas, zufällig wird ein großer Kunde auf dich auf. Aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht um eine langfristige Positionierung. Ja. Und ich meine, letztlich überlege, also wir haben uns auch über LinkedIn kennengelernt. Genau. Eher so zufällig. Ja. Aber ich meine, wenn es passt und das ist interessant, naja, warum nicht? Ja, also, ja. Aber es war halt bei mir immer auch so, die Inhalte, die du da auf deinem Profil hast, die Artikel immer findet, der klickt, das hat mich sehr angesprochen einfach. Das ist wirklich interessant. Ja, und ja, was ich dich auch noch fragen wollte, eigentlich, wie zeichnest du denn auf Papier vorliegend? Ja. Also es gibt immer zwei Varianten. Also entweder so der Klassiker ist eben über iPad oder Papier. Sagen wir es so, also ich persönlich zeichne sehr gerne auf Papier. Nicht unbedingt, dass ich sage, es ist, also jetzt mit dem neuen iPad ist ja auch die Zeichenqualität, also der Strich, so die Art, wie man mit diesem Apple Pencil, ne, das ist ja schon alles sehr, sehr gut. Also das fühlt sich wirklich gut und authentisch, also so wie ein echter Stift an. Aber bei mir ist Folgendes, und zwar, was ich sehr schätze, ist ein Original zu haben. Ja, denn es gibt so Zeichnungen, die kommen wirklich aus einem Fluss raus. Das kann am Flipchart sein, das kann auf einem Stück Papier sein, DIN A4. Und dieses Gefühl des Originals, das gibt es halt nicht, wenn du automatisch ein elektronisches Dokument hast. Ich meine, ich scanne natürlich meine ganzen Sachen oder fotografiere sie ab. Und dann habe ich auch diese elektronischen Dokumente, die bearbeite ich halt ein bisschen. Aber es gibt eben bei direkt elektronischer Erstellung kein Original. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Bedürfnis nach dem Original. Das ist sehr interessant, weil ich war früher viel im Musikbereich unterwegs und speziell in elektronischer Musik, genauer gesagt im Drum and Bass. Und da gab es auch irgendwann einen Trend. Man kann ja Instrumente sehr gut synthetisieren, jetzt auf einer qualitativen Ebene. Aber alle High-End-Produzenten haben dann irgendwann angefangen, mit Musikern zu arbeiten, Samples einzuspielen, eigene, und die dann wiederum in den Sequencern zu verwenden. Ja, das hat einen, da hatte, ja, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, da stecken schon sehr, sehr spannende Ideen drin. Daran erinnere ich mich auch, nicht mehr an die Details, aber ich könnte es aus dem Regal holen. Ja, ja. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara, für dieses interessante Gespräch. Bevor ich dich aus dem Studio lasse, stelle ich dir die Frage, die jeder Gast hier bekommt bei mir in der LinkedIn-Show. Erzähl uns doch bitte irgendetwas über dich, das der Großteil deines LinkedIn-Netzwerks wahrscheinlich nicht über dich weiß. Also was das Netzwerk noch nicht über mich weiß, ich liebe es, das ist jetzt profan, ja, aber ich liebe es, extrem im Garten zu arbeiten. Also ich bin ein richtiger Fan. Und ich meine, jetzt momentan liegt das brach, aber so im Sommer, ich wache oft um 4:30 auf und dann gehe ich raus. Und was ich so faszinierend finde, aus Sicht jetzt einer Kreativen, gerade bei so Tätigkeiten, die nichts mit dem eigenen Job zu tun haben, also das muss jetzt nicht Gärtnern sein, das kann irgendwas sein, das könnte Joggen, Laufen, irgendwas sein, da kommen oft die tollsten, kreativsten Ideen. Also das ist teilweise wie, ich grab was aus oder grab was ein und dann im Gehirn macht es plopp, 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 plopp und ich habe die Idee für die nächste Kampagne oder so. Es ist irre. Mir geht es, ich habe leider noch keinen Garten, ich hoffe, das ändert sich irgendwann, aber mir geht es, kann ich so gut nachvollziehen, mir geht es bei den Hundespaziergängen so. Naja. Sicher nicht, wenn ihr bewusst an irgendwas denkst. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns spätestens in deinem nächsten Webinar wieder.
Super, freue ich mich. Du wirst sehen, so einen aussichtslosen Fall hast du noch nie gehabt. Nein, aber du hast vollkommen recht. Ich weiß auch genau, also wir tatsächlich, ich war gar nicht 8 oder 9. Ich glaube, mir ist nach der ersten Zeichenstunde in der Volksschule gesagt worden, lass es. Ja, ja, das ist. Das wird ein veritabler Glaubenssatz. Ja, ja, das geht schon. Also möglicherweise macht man da so ein Privatcoaching. Das mache ich gern auch. Also einfach so, um dich davon loszueisen, weil das ist wirklich, das geht ganz einfach. Das freut mich, das beruhigt mich. Danke, Barbara. Wir sehen und hören uns. Super. Danke dir. Ciao. Ciao. Ein sehr angenehmes Gespräch mit Barbara. Wie gesagt, ich freue mich wirklich schon sehr auf das Zeichenseminar. Natürlich etwas, das ich immer gern besser gekonnt hätte. Und das hat wahrscheinlich wie so vieles im Leben auch mit Glaubenssätzen, mit inneren Einstellungen zu tun. Und apropos innere Einstellung, Maurizio hat gerade kommentiert im Livestream, dass Opportunismus auch hier, also auf LinkedIn, kurze Beine hat, das kann ich wirklich nur unterschreiben. Komischerweise scheint dann doch immer Leute zu geben, die glauben, es gibt da diesen einen Trick und wenn man den kennt oder wenn man dieses richtige Software-Tool verwendet, dann kommen die Kunden. Nein, das läuft nicht so. Man muss einfach über längere Zeit Mehrwert liefern, man muss seine Zielgruppe kennen und das ist auf jedem Social-Media-Netzwerk so. Klar, LinkedIn ist sehr, sehr businessbezogen, aber auf Instagram genauso, wenn ihr euch die großen, wirklich erfolgreichen Instagram-Accounts anschaut. Natürlich schreiben die nicht über Business, aber die liefern ihren Followern ganz ordentlich Mehrwert. Also immer die Frage, ob man sich gern mit dem Thema Fitness befasst, ob man gern Bikini-Fotos schaut. Mehrwert kann in vielen Formen daherkommen, aber da steckt immer recht viel harte Arbeit dahinter. Und wenn man gibt, dann bekommt man auch viel zurück. Wenn man nur hier ist, um zu verkaufen, dann klappt es eben auch nicht mit LinkedIn. Wir sind nach dem Interview mit Barbara bereits wieder fast am Ende der Sendung, aber es fehlen selbstverständlich noch die Status-Updates der Woche. Wie bereits schon vorher erwähnt, hier noch ein kurzer Blick auf... Wir sind live, unser Live von letzter Woche. Ihr musstet jetzt nicht allzu lange warten, der Stream ging jetzt etwas verspätet los. Wir hatten jede Menge Spaß beim Gespräch, es ging wie gesagt um ein sehr, sehr ernstes Thema. Hier nochmal die Seite zur LinkedIn-Charta für Respekt, also wie bereits erwähnt, orange, auch ein hübscher Hintergrund. Respekt, Wertschätzung, Offenheit, Integrität. Ganz, ganz wichtige Anliegen. Denkt daran, wenn ihr postet. Zuerst denken, dann posten. Auch generell eine gute Rule of Thumb. Was haben wir noch hier? Die C-Quadrat GmbH war eingeladen zum Kamingespräch mit Thomas Geiswinkler, der für Recruiting Zuständige in Österreich immer wieder Stammgast hier in der Sendung. Und die C-Quadrat hat dann eine Zusammenfassung dieses Kamingesprächs veröffentlicht am Blog. Das hat stattgefunden am 4. Februar. Und es ist ein sehr, sehr guter Artikel. Da steht sehr viel drin über Zielgruppe, über die perfekte LinkedIn-Strategie. Kann ich nur empfehlen. Ganz besonders den Abschnitt, ist Humor auf LinkedIn erlaubt und dürfen Marken lustig sein? Passt auch sehr gut zu unserem Gespräch von vorhin. Absolut lesenswerter Artikel. Die Links zu den Status-Updates der Woche folgen dann gleich. Erlebnisbuchbinder Kai Ziesmann ist kein übermäßig großer Freund von LinkedIn-Challenges. Er schreibt hier über die Challenge drei Tage, drei Tipps von Heiner Devent, an der ich selber auch teilgenommen habe, dass er hier eigentlich jeden Tag Tipps, Wissenswertes und so weiter liest und dass er es deshalb auch gar nicht besonders sinnvoll findet, jetzt mal noch extra eine Challenge zu machen. Ich muss sagen, ich mag solche Challenges schon, weil sie den Blick fokussieren und weil sie auch immer ganz guten Input liefern für Inhalte. Ist natürlich eine Geschmacksfrage. Auf der anderen Seite verstehe ich das, was du hier schreibst, lieber Kai, schon ganz gut. So gesehen ist ja ohnehin der gesamte LinkedIn-Newsfeed eine ongoing Challenge, wenn man so möchte. Patrick Weiler hat den Tante-Emma-Code entschlüsselt. Und Tante-Emma-Code, das bezieht sich auf diese kleinen Läden, die wir
ich weiß nicht, ob ich kenne, glaube ich, als ich noch ganz klein war, gab es sowas noch bei uns in Lienz in Tirol. Mittlerweile Tante Emma-Läden weitgehend von Supermärkten verdrängt. Und was machte diese Tante Emma-Läden so besonders? Darüber schreibt Patrick in seinem sehr, sehr lesenswerten Artikel. Und er kommt hier auf drei Punkte. Einmal die Monopolstellung, es gab meistens nur einen Laden pro Ortschaft. Dann aber, und eben ganz wichtig, das ganze Wissen, das die Tante Emma über ihre Kunden hatte, die Kenntnisse der persönlichen Vorlieben und auch die daraus resultierende Wertschätzung. Jetzt Patrick fragt sich in dem Artikel, wie kann man diese Prinzipien auf die digitale Welt anwenden oder übernehmen? Und da ist natürlich schon spannend, dass genau das, was Big Data oder intelligente Algorithmen leisten können, damit kann man natürlich ganz schön viel von diesem Tante-Emma-Effekt, eben von diesem Wissen über die Kunden ins Boot holen und damit auch, wenn ihr so wollt, digitale Wertschätzung generieren. Eine Sache, die ich mir natürlich gefragt habe, Big Data, wie der Name schon sagt, dazu braucht man erstmal Big bzw. ganz schön viele Daten, aber dennoch Wissen, persönliches Wissen über die Kunden nicht zu unterschätzen, im Großen wie im Kleinen. Stefanie Stewek aus Graz schreibt ein sehr, sehr lesenswertes Blog über Startup-Community. Stefanie arbeitet auch für die Stadt Graz, organisiert dort die Startup Academy. Ich habe auch das Vergnügen, dort im Mai einen LinkedIn-Workshop halten zu dürfen. Freue mich schon sehr drauf. In ihrem aktuellen Beitrag, die Ängste vor der Selbstständigkeit, geht es um ein Thema, das, denke ich, jeder kennt, der entweder an der Schwelle ist, sich gerade selbstständig zu machen oder der das gerade getan hat. Da kommt dann natürlich die gute alte Existenzangst in der Form, wird es mir gelingen, genug zu verdienen, werde ich genug Kunden haben. Und Stefanie schreibt da eben drüber, wie unsere Gewohnheiten und die Unsicherheiten, wie die zusammenhängen und dass es eigentlich jedem so geht. Und garniert ihren Beitrag auch mit sehr, sehr lesenswerten Zitaten von Gründern, von Selbstständigen. Ich glaube, ein sehr, sehr hilfreicher Artikel für alle, die sich gerade auf diesem Weg befinden oder die darüber nachdenken, diesen Weg in näherer Zukunft einzuschlagen. Dominik Hager hat in der OME-Gruppe Online-Marketing Österreich, Deutschland, Schweiz, wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder, einen ebenfalls sehr interessanten Artikel gepostet. Wie ihr vielleicht wisst, die DSGVO zieht die Daumenschrauben an. Schlechte Zeiten für Cookies. Es ist ganz und gar nicht unwahrscheinlich, dass wir in Kürze ein weitgehend cookiefreies Internet vorfinden, beziehungsweise nicht wirklich cookiefrei, sondern es geht dabei natürlich um die Third-Party-Cookies. Also all diese kleinen Kekslein, die benutzt werden, um uns zu tracken. Und natürlich ist das ein Riesenthema. Und in dem Artikel von Robert Jacobi geht es um das Thema, was das Cookie aus für die Evolution im digitalen Ökosystem bedeutet. Wird es keine personalisierte Werbung mehr geben? Oh doch, allerdings wird das Ganze sehr viel kontextbasierter ablaufen und man muss eben andere Wege finden, Informationen über die Kunden zu bekommen und wahrscheinlich auch mehr kohortenbasiert als auf individueller Nutzerebene tracken. Wirklich ein recht großer Umbruch, der da dem klassischen Werbemarkt bevorsteht. Andrea Balschow, bekannte Fernsehmoderatorin und LinkedIn-Queen, hat ein sehr, sehr sympathisches Video heute gepostet. Ihre größte Katastrophe, ihr schlimmster Moment als Moderatorin, der ist bei Andrea übrigens sehr, sehr früh passiert, wusste ich auch nicht. Sie hat bereits mit 12 Jahren... Schlimmstes Erlebnis vor der Kamera hatte ich mit 12. Im Fernsehen moderiert? Also ich stehe seit dem 11. Lebensjahr vor der Kamera und mit 12 Jahren habe ich als Kinderansagerin live sonntags morgens um 10 Uhr die Sendung Hey Du ansagen sollen mit Lippi. Und ich hatte das ist immer ein Vergnügen, hier zuzuhören. Da merkt man schon ein paar Jährchen Kameraprofi-Erfahrung. Also wie gesagt, passiert auch. Und der Punkt in dem Video ist, sie sagt dann, sie geht mittlerweile, wenn sie Pannen hat vor der Kamera, wenn ihr irgendwas passiert, was natürlich bei einer Live-Sendung ganz andere Liga ist, als wenn man aufnimmt, da kann man das immer noch korrigieren, dann geht sie sehr offensiv damit um und spricht das auch an. Und sie hat vollkommen recht, wenn sie sagt, dass die Peinlichkeit, die ist wie so vieles, wieder mal nur da drin im Kopf. Anschauen, Hashtag FOBO, Fear of Public Opinion,
da ist natürlich immer der Gedanke oder die Angst vor einem Fail ganz besonders gravierend. Ich habe da auch dran denken müssen, was ich letztens gehört habe bei Annie the Duck, die mit Rezo gemeinsam ein Video gemacht hat, wo sie sich so viele Fails angeschaut haben. Und Annie meinte dann, und da hat sie sicherlich recht, sie findet Fails auf Livestreams nicht so tragisch, das kann ja mal passieren, aber schlimmer ist es, wenn jemand so richtigen Schwachsinn als Video hochlädt und dem das nämlich mal selber auffällt. Also wie gesagt, live im Fernsehen oder live im Stream. Ja, mein Gott, soll Schlimmeres passieren. Wir sind ja alle keine Perfektionisten. Hier ein Last-Minute-Status-Update, das ist mir jetzt gerade vorhin noch untergekommen von der großartigen Sprachexpertin, Rechtschreibexpertin Sigi Lieb, die auch mir schon sehr geholfen hat und quasi war auf Kriegsfuß durchaus mit Bindestrichsetzung, habe zu wenige gesetzt, habe von ihr wahnsinnig viel gelernt schon vom Blog. Und in diesem aktuellen Beitrag nimmt sie sich eines Themas an, das euch vielleicht auch immer wieder regelmäßig quält. Wie konjugiert man englische Verben? Er hat geliked. Steht da ein weiches D am Ende, wie es im Englischen mit dem ED die korrekte Form wäre? Steht ein hartes D hinten, konjugiert man Deutsch, konjugiert man Englisch? Alles, was ihr dazu wissen sollt, im Artikel von Sigi. Also damit kann man seine Anglizismus-Rechtschreibung wirklich drastisch verbessern. Na, wüsstet ihr es? Geliked ohne E, geliked mit ED oder geliked mit ET? Die Lösung und viele weitere Tipps im Artikel. Ja, und dann noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Wir hatten diese Woche die Abschlussrunde im Livestream von On Point, Runde Nummer 2. Da ging es um das bedingungslose Grundeinkommen. Ich muss sagen, ich selber habe sehr viel zu diesem Thema gelernt. Wir hatten gestern Michael Bohmeier, den Gründer von Mein Grundeinkommen, zu Gast im Stream. War ein sehr, sehr spannendes Interview. Link folgt. Könnt ihr euch natürlich auch gerne ansehen. Aber nach Unpoint ist vor Unpoint die dritte Runde, die Märzrunde, hat bereits begonnen mit der Bekanntgabe des Themas. Im März beschäftigen wir uns mit der Frage Fachkräftemangel. Es ist ja nichts Neues, dass es auf vielen Jobmärkten Bewerbermärkte gibt, dass es schwierig ist, passende Arbeitskräfte zu finden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Arbeitslose, durchaus auch arbeitslose Facharbeiter. Was ist also mit diesem Fachkräftemangel? Ist das Realität? Ist das eine Sache, die nur von einzelnen Journalisten oder Wirtschaftsjournalisten hochgepusht wird? Ich bin sehr gespannt. Wie immer, 12 Statements. Veröffentlicht werden die am 9. März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, am 9. März 2020 gegen 9 Uhr. Leicht zu merken. Und damit der Abschluss dieser Sendung, wie immer, meine Erinnerung an den Linked Friday. Bereits der 34. findet statt, morgen am 28. Februar, Linked Friday. Empfiehl 1, 2 oder 3 Personen aus deinem Netzwerk, schreib dazu, was du an ihnen gut findest, tagge das Posting mit Linked Friday und wir alle finden eine Menge tolle Empfehlungen im Feed. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser 29. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächsten Donnerstag bei mir zu Gast die Herzblut-Personalerin Diana T. Roth. Ihr neues Buch, zu jung, zu alt, zu qualifiziert, zu schwanger, wie der Arbeitsmarkt wirklich tickt, erscheint im März. Wir werden über ihr Buch sprechen, über LinkedIn und generell über Entwicklungen im HRM-Bereich. Sehr, sehr spannende Sendung. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und damit sage ich danke fürs Zusehen. Ricci out.